Servus Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Wir sind wieder bei ACC am Start und ich möchte euch einfach mitnehmen auf ein Public-Rennen. Auf einen Public-Server, ein Public-Rennen fahren. Ich weiß, Public-Rennen sind gefährlich, ja. zum Teil auch witzig. Man kann aber auch geile Rennen drauf haben. Und was noch dazu kommt ist, ich möchte es mit irgendeinem Fahrzeug machen aus dem neuen DLC. Und deshalb würde ich euch jetzt gerne mitnehmen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich auf der Strecke. Bis gleich. So, und da haben wir auch schon einen Server gefunden. Und zwar nehme ich den Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sind schon fast am Ende des Qualifyings. Und deshalb werden wir jetzt Gas geben. Ich werde jetzt schnell das aggressive Standard-Setup nehmen. So, stellen wir alles ein. 2 und 3, das passt. Machen das Auto jetzt erstmal so leicht wie möglich. So. Sollte hoffentlich passen. Alles klar. So, schnell mal die Sicht verstellen. Bisschen höher. So, auf geht's. Mal gucken, wo wir gleich landen. So, ist auch Multiclass. Das bedeutet, das ist in diesem Rennen mehrere Rennen gibt zur gleichen Zeit. So, einmal den Porsche Cup haben wir, den Super Trofeo Cup. Und GT Challenge. So, kalte Reifen. Yellow Flag. So, vielleicht kriegen wir noch eine vernünftige Rundenzeit hin. So, dass wir nicht von ganz hinten starten müssen. Ist aber auch nicht verkehrt, gerade bei ja, Public Rennen. Viele kennen das von euch. Wird man vorne oft mal abgeschossen. Und da, auch wenn wir jetzt keine Rundenzeit hinkriegen, ist es nicht schlimm, wenn wir dann von weiter hinten starten. So, Dashcam für euch. So, ich habe nicht viel Runden mit dem Lambo jetzt gedreht. Würde ich mich auf jeden Fall jetzt daran gewöhnen müssen, auf die kurze Zeit. Bin mal gespannt. Hoffe, dass auch der Reifendruck jetzt von vornherein gleich passen wird, den wir ausgewählt haben. Wir haben an den Reifendruck gar nichts gemacht. Erstmal ganz, ganz sachte. Uiuiui, der Puls steigt. P12. Schon länger kein Public-Rennen mehr gemacht. Die Temperaturen bauen sich langsam auf. Aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Green flag, you're clear. Ich sehe jetzt gerade die Restzeit nicht. Ja, und einmal nicht aufgepasst. Stationskontrolle mache ich mal auf 3. Habe ich noch etwas Schlupf gehabt? Yellow Flag. Clear of the incident. Green Flag. Das Auto, das steuert gerade.
So, ich bin mal kurz still. Ich hoffe, ich kriege noch eine schnelle Runde hin. Sector 2 is 0.8 off the pace. Ja, Zeit ist vorbei. Schade. Platz 8. Also beim Bremspunkt können wir auf jeden Fall noch was rausholen. Right side. We are on the right. Da bremsen wir zu früh. Auch wenn die Zeit schon zu Ende ist, nutze ich noch die 2 Minuten. Ein bisschen Erfahrung mit dem Auto zu gewinnen. Ich will auch nicht ganz unvorbereitet jetzt da reingehen. Ich will ja nicht zur Gefahr werden. Was immer scheiße ist, wenn du, weil du dich selber nicht vorbereitet hast, vielleicht irgendeinem anderen das Rennen versaust, ne? Das wäre so ein Worst Case. Weil schlecht ist der Lambo jetzt nicht auf der Bremse. Ich hab irgendwie noch den Ferrari im Kopf. Aus der GT Challenge. Wo du doch ein bisschen früher bremsen musst. Hier hätten wir noch mal 1,5 Sekunden jetzt rausgeholt. That's the end of the session. 7th position. 7. Aber das wird gleich besser. So, dann bis gleich. So, jetzt sitzen wir auch schon im Auto. Zündung an. Motor läuft. Licht an. Na, schon länger kein Online-Rennen mehr gefahren. Follow car number 70. So. Ja. Nicht wundern, für die, die das nicht kennen. Noch kann man durch die Fahrzeuge hindurchfahren, weil sonst wäre hier immer Chaos. Gerade auf solchen Public-Servern. Aber gleich ab der Ziellinie ist das nicht mehr so. Einen guten Start erwischen. Green, green, green. Right side. You are clear on the Los geht's. Wir sind, glaube ich, einer von 2 oder 3 Lambos nur. Still there. You're clear on the right. Knapp, still knapp, there. Knapp. Clear right. Kam bis jetzt sehr gut durch. On your right. Hold your line. Yellow flag, clear right. Clear right, okay. The incident's clear, green flag. Ich glaube, wir kommen gleich hoffentlich an den Porsche Cup Fahrzeugen vorbei. Weil ich glaube, mehr Performance haben. Ich hoffe, der lässt mich gleich hier vorbei. Weil wir ja nicht gegeneinander kämpfen, ja? Der Porsche Cup fährt sein Rennen und die Lambos fahren ihr Rennen. Yellow flag, stay sharp. Ah, noch kommen wir gut klar. You're clear, incident clear. Car right. Clear right. Car right. We on the right. Ja, habe ich mir gedacht, dass er übers Ziel hinausschießt. So, lässt du mich mal vorbei? Oder denkt er, wir kämpfen tatsächlich gegeneinander? B4.
Ich glaube, das denkt er tatsächlich. We on the right. On your right. Still there. Clear on the right. Yellow flag. So, muss ich hier gerade konzentrieren. Green flag, incident clear. Ich komme da einfach nicht vorbei. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt für die auch so sinnvoll ist, mich vorbeizulassen. Weil irgendwie können wir gerade sehr gut gegeneinander fahren. Oh, da gibt's vorne Positionswechsel. Blick in die Spiegel nicht vergessen. Car ride, clear ride. Ach, lass mich vorbei. Car left. Ja, den kann ich ruhig vorbeilassen. Ich kämpfe ja nicht gegen die, von daher. Clear left. Okay, Marcel, we just cut the track. Weil ich da auch nicht wie wild blockieren. Und die Performance, die ist bei beiden Klassen fast identisch. Wundert mich schon irgendwie. Dachte, der Unterschied wäre größer. Our left. Still there. Clear left. Sauberes Überholmanöver, aber ich glaube, er hat uns auch Platz gelassen dafür. Come on, that's the stuff. Oh, oh. Das war jetzt doof von mir. Ja, also in Kurven. Wenn du einen Porsche gut beherrschst, da kommst du gegen einen guten Porsche, gegen einen guten Porsche-Fahrer einfach nicht vorbei. Aber gut, mir soll es recht sein. Okay, Marcel, 15 Minuten left. That's 15 Minuten. Hauptsache, wir halten uns auch an Blechschäden raus. Vielleicht können wir jetzt einen Versuch starten. Hold your line. Eng, eng, geht, geht. Sehr eng. Hold your line. Das ist gut, das ist gut. Still there. Still there. Clear left. You got cold front tires. Weiß ich. Right side. Hold your line. Hoffe, das kracht gleich nicht. Clear ride, on your ride. Still there. You are clear on the ride. On your left. Clear left. Ja, jetzt quetscht sich der auch noch dahinter durch. On your left. Hold your line. Ach, musst du das tun? Clear left. Rewide wäre jetzt hier nicht so gut. Beim Rausbeschleunigen, da ist der Porsche auch König. Dafür, dass er den Motor auch hinten hat, hat er schönen Dampf von hinten, hat Gewicht auf die Antriebsräder und hat die meiste Performance beim Rausbeschleunigen. Hätte ich gewusst, dass hier Lambo so schlecht vertreten ist, hätte ich auch den Porsche genommen. Das weißt du ja vorher nicht. Der Reifendruck fehlt uns auch. Wir brauchen mehr Reifendruck. Hold your line. Still there. You're clear on the right. Right side. Oh, wir werden gedreht. Wir wurden gedreht. Motor ging auch aus. Tja, das passiert. Clear on the left, left side. Still there, clear on the left. So, jetzt müssen wir uns wieder durchmogeln. Aber ich kann auch noch nicht sagen, wer jetzt Schuld dran hat.
Ob er jetzt einfach reingestochen ist, wo es vielleicht gar nicht nötig war. Oder ob ich zu spät die Tür zugemacht habe. Das kann auch sein. Deshalb halte ich mich jetzt da nochmal zurück. Jetzt hier durch, zwischen den Porsches. Ah. Trotzdem allgemein witzig als Lambo zwischen den ganzen, zwischen dem Porsche-Rudel hier. Oh, das war Bremsen hier auf letzter Rille, ne? Ein Lambo ist auf Platz 13, das heißt, wir führen in unserer Klasse. Ist gut, wir haben auch aber nicht so eine große Konkurrenz. Ne? Zum Schluss sehen wir gleich, wie viele Lambos hier noch teilgenommen haben. Och, untersteuern hier. Okay, Marcel. Das ist bestimmt noch wesentlich mehr mit dem Setup raus. Oh, der Porsche ist ja beim Anbremsen eine Granate. Der kommt da uns. Der wird im Spiegel sowas von groß. Jetzt quetscht er sich auch noch hier durch. Okay. Macht uns wieder da Platz. Ach Leute, macht das Laune hier. Das habe ich vermisst. So, wir kommen dem ganzen Porsche-Rudel kommen wir jetzt wieder näher. Das heißt auch, dass unsere Performance gar nicht mal so schlecht ist. Car left. You're clear on the left. Ja, da kann ich jetzt nicht reinhalten. Das wäre doof gewesen. Ja, schnellste Runde. Left side. You are clear on the left. Okay. Car right. Von außen. Clear right. Hier. Okay. Ich glaube, er wollte nur mal kurz Hallo sagen, dass er auch noch da ist. So, bis jetzt, außer dem kleinen Stupser gerade von vorhin, wo ich noch nicht weiß, ob ich schuld dran war oder er, sind wir bis jetzt ganz gut unterwegs. Your front tires are cold. War, weiß ich. Weiß ich. Oh, ich komme einfach nicht dran vorbei hier. You are clear on the right. Ja gut, muss ja auch nicht. Still there. Clear on the left. Muss mich ja nicht vorbeilassen. Hätten wir auch gesehen, wenn er mich vorbeilassen müsste, dann werden ihm auch die blauen Flaggen geschwenkt. Da ich keine sehe, muss er auch nicht Platz machen. Aber von der Pace her sind wir auf jeden Fall besser dran. So, vielleicht jetzt. Hold your line. Hold your line. Clear on the left. Left side. Clear on the left. Car left. Ah, sorry. Ah, Scheiße.
Ja, der hat sich jetzt gedreht wegen mir, der Kollege. Aber irgendwie musste ich dem einen Wagen da ausweichen. Okay, Marcel, 5 minutes to go, 5 minutes left. Na, tut mir leid für ihn. So, weiter geht's. Also, aus diesen beiden Klassen könnte man sogar eine Klasse machen. Ich weiß auch nicht jetzt, inwieweit die ganzen Porsche-Fahrer jetzt an der Grenze sind, was das Auto kann. Ich bleibe hier voll auf dem Pinsel, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß nicht, wie nah die am Limit sind, die Porsche-Fahrer. Mit dem Porsche. Eighth place. Aber irgendwie können beide Autos gut gegeneinander kämpfen. Okay, hat er mich jetzt extra vorbeigelassen oder hat er jetzt einen Fahrfehler gemacht? So, schön hier reinfallen lassen, die Kuhle. Sauber rausbeschleunigen, nur noch ein paar Minuten zu fahren. Don't let this guy intimidate you. Oh, ein bisschen spät auf der Bremse. Ja. Vor Zeit verloren. Und der Porsche wurde im Rückspiegel wieder größer. That's 2 minutes left. 2 minutes. Ich muss aber für euch den virtuellen Rückspiegel einschalten. Habe ich gar nicht gemacht. Versuche ich beim nächsten Mal daran zu denken. So, wieder schnellste Runde. Aber der Porsche-Fahrer hat jetzt nicht wegen mir ein Wutausbruch. Voll über den Curb. Schon über den Randstein geschlittert. Oh. Kleiner Slide. Ach. Völlig falsche Linie gehabt. Zweieinhalb Zehntel verloren. Aber nicht sogar mehr. So, letzte Runde beginnt jetzt. Hier einen Augenblick. One more lap to go. One more lap to go. Okay. Wieder minimal Zeit verloren. So ein Hin und Her. Ein Wechselbad der Gefühle. So, der Erste hat das Rennen beendet. Ich muss es halt auch nochmal für euch vernünftig einstellen. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. So, letzten Kurven. Überlebt. P7. Okay, we're done. Wir haben es überlebt. Hat Spaß gemacht. Das hat auf jeden Fall Laune gemacht. Kommt wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft des Öfteren.
Hoffe, dass der Porsche-Fahrer uns das verziehen hat. Ja, das war's auch schon. Jetzt haben wir den Lambo Super Trofeo einmal getestet. In einer Public Lobby. Mal gucken, was wir dann als nächstes nehmen. Vielleicht den BMW. Oder den Ferrari. Den Cup Porsche. Oder. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.